Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute ist Sonntag, heute ist schon der 11. Dezember. Wahnsinn, wie schnell das vergeht. Ja, und nicht noch 11 oder 12 Tage und Weihnachten ist. Das ist wirklich schnell. Ihr Lieben, ich habe heute etwas überlegt, dass ich euch da ein paar Bräuche noch erzähle, die ihr wahrscheinlich nicht kennt. Denn ihr Lieben, es gibt etwas bei uns, also ich komme ja aus Ex-Jugoslawien, und zwar ist es so, dass jeder von Familien oder Bekannten, jeder hat so seine eigene Feier. Bei uns gibt es auch so, wenn man zum Beispiel eine böse Krankheit überstanden hat oder einen Autounfall bestanden hat, dann ist es so, dass man den Tag in Kalender rot ankreuzt und sagt, dieser Tag wird gefeiert. Das heißt dann wirklich jedes Jahr zu diesem Zeitpunkt wird dann groß gefeiert und man sagt dann, super, ich bin am Leben. Ne? Das gibt es vielleicht in Österreich nicht, aber es sind halt solche Bräuche bei uns, die ich auch gar nicht so schlecht finde, weil wenn man zum Beispiel zwischen Leben und Tod war und dann plötzlich passiert so wie ein Wunder von Gott, dann denke ich mir, das ist gar nicht so schlecht, dass man den Tag quasi als Neuanfang, so wie dein neuer Geburtstag, ne? Neuanfang, neu feiert. Also ich weiß nicht, was haltet ihr von der Idee? Viele sagen auch immer, ja, an dem Tag ist das und das passiert, an dem Tag wäre ich fast über ein Auto überfahren. Aber man sagt auch, man soll dann den Leuten oder den Gästen damit danken, damit man Speise und Trank den Leuten gibt. So quasi, damit man anstoßt auf die Gesundheit, ja. Das sind halt solche Bräuche bei uns. Ich weiß nicht, ob das auch bei euch so ist, aber mir ist das nämlich eingefallen und ich habe mir gedacht, hu, das könnte ich euch gerne mal erzählen, weil sehr viele auch nach die Bräuche gefragt haben. Und bei uns ist es so, wir feiern immer am 26. Oktober und am 7. Oktober und am 14. ist bei uns erst Silvester. Ich merke gerade, die Hörner tun mir da immer ein bisschen Schatten ins Gesicht. Bei uns ist es so, am 26. Oktober ist bei uns in Österreich Nationalfeiertag. Da gibt es bei uns auch immer eine Feier. Und das war so, da gibt es nämlich so immer ein großes Toskana-Brot in Weiß. Das wird einmal da aufgeschnitten, da aufgeschnitten. Man hat dann so 4 Teile. Und jeder von der Familie darf diese Teile, jeder sollte schauen, dass er irgendwie so ein Stückchen von diesem Teil hat. Und dann wird dann der Älteste, das war dann früher meistens dann mein Opa, ja, und der hat dann Wein genommen und hat alle 4 Ecken so quasi wie getauft, kann man sagen. Und dann haben wir dieses Brot, haben wir hochheben müssen, zusammenklappen müssen. Und aber zuerst einmal ganz hoch, alle 10 Leute, die ganze Familie. Dann klappt man das wieder zusammen, dann gibt man das am Tisch. Und man darf das erst nächsten Tag dann essen. Und derjenige, der zweitälteste ist, der gibt dir zum Beispiel 10 oder 20 Euro auf dieses weiße Brot drauf. Und dieses weiße Brot wird dann am nächsten Tag mit der Familie gegessen oder geteilt. Und dieses Geld, was man dann bekommt, das darf man dann nicht für sich ausgeben, sondern nur für den Haushalt. Das heißt, wenn wir kaufen Salz, Pfeffer, Öl, Zucker, Nudeln, Reis, also alles, was man halt für den täglichen Haushalt braucht, bedeutet das dann auch so wiederum, das bedeutet, du hast ein ganzes Jahr ein glückliches Haus, du hast ganzes Jahr Salz und Pfeffer und Zucker und alles, weil ohne die Sachen wären wir, könnten wir auch nicht wirklich kochen, wenn wir überlegen, Salz und Öl ist ja eigentlich das Wichtigste, ne? Das sind auch solche Bräuche, die ich mich gerade erinnert habe, weil ihr auch viele auch auf Instagram gefragt haben. Ja, ihr Lieben, ich habe noch einige Sachen noch für euch. Auf jeden Fall würde ich sagen, machen wir mal den Adventskalender auf vom 10. und 11. Ich mache immer am Wochenende beide auf, weil ich am Samstag nicht schaffe zum Drehen. So, und da kommt mir etwas entgegen. Ganz, ganz viele Bonbons von Lindt. Ja, da werden wir sich freuen. Ja, da habe ich einmal bekommen von Isana Augenpatches, Schweberstöber, Feuchtigkeit, abschwellende Hyaluron, Niacinamid. Schaut sehr schön aus, gefällt mir richtig gut mit diesen kleinen Schneeflöckchen. Könnt ihr das sehen?
Und dann habe ich eine Isana-Tuchmaske bekommen. Schneebär glättet und pflegt das Kollagen mit Vanilleextrakt. Oh, da freue ich mich sehr. Ich bin so ein richtiger Verpackungsopfer. Ich finde das total süß und kitschig. Ja, seid ihr das auch? Dann schreibt es auch gerne in den Kommentaren. Und dann hat sie mir noch etwas reingelegt, die gute Claudia. Pro Wash Hair Mask mit Minzöl für erfrischendes und geschmeidiges Haar. Finde ich interessant, kenne ich noch nicht. Stärkt das Haar und gibt ein einzigartigen, geschmeidigen Haargefühl. Super, dann werde ich das auf jeden Fall im nächsten Jahr mal testen. Ja, das war jetzt das Türchen Nummer 10. Und jetzt kommen wir zu Türchen Nummer 11. Oh, das ist aber eine schöne Palette von Physical Formula Butter Eyeshadow. Schön. Ich hätte sie sogar im Zebra-Dresche gehabt und ich habe sie nicht genommen. Und jetzt freue ich mich eigentlich sehr, dass ich diese Palette testen kann. Vielen herzlichen Dank, Claudia. Das ist eine Butter Eyeshadow. Viele sagen, dass die Farben so wie Butter sind. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe sie noch nicht getestet. Aber ich werde sie auf jeden Fall mal testen. Ne? Und die ist auch eine bunte Palette. Und also wunderschön mit diesem Lila und so. Ja, gefällt mir richtig gut. Jetzt habe ich auch eine in meiner Sammlung. Ja, ihr Lieben. Und jetzt kommen wir noch zu Isana. Bei Isana war ein Handnagelbalm und einmal ein Öl to Milk Peeling. Interessant. Also diese zwei Sachen waren beim Isana Adventskalender. Ihr Lieben, wenn ich ab und zu irgendein Türchen vergesse von dem Kalender, dann schaut doch gerne mal auf Instagram vorbei. Da zeige ich euch immer wieder auf Instagram, was ich so dann Revue am nächsten Tag vielleicht vergessen habe. Oder vielleicht dann könnt ihr doch mal auf der Story sehen. Ich werde aber Ende des Adventszeit werde ich euch alle Produkte noch einmal einblenden. Da gibt es so einen kleinen Verlauf, so mit Musik und so. Da könnt ihr noch einmal wenn ihr irgendetwas verpasst habt, könnt ihr dann noch einmal sehen. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und ich würde sagen, morgen geht's los mit meinen Geburtstagsgeschenken. Also seid gerne dabei. Bis morgen. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Eure Lola.